Wenn du ClickUp mit einem Team nutzt, dann sind Benachrichtigungen und die Kommunikation sehr wichtig. Und ich zeige dir in diesem Video, was du alles machen kannst mit Kommunikation, Benachrichtigungen und Chat-Tools in ClickUp. Das erste, was du kennen solltest, ist der Notifications-Tab. Das findest du oben links in deinem ClickUp-Desktop-Programm. Diese Notifications sind jetzt bei mir leer und da wird alles gesammelt, was dich betrifft. Wenn dich jemand zum Beispiel erwähnt in einem Task oder wenn du einen Task zugewiesen bekommst, dann kommt das alles hier. Du kannst ja auch Viewer sein von einem Task. Watcher heißt es auf im ClickUp direkt. Das heißt, dass du dich um einen Task kümmerst. Wenn sich da also etwas ändert bei einem Task, wo du Watcher bist, dann kommt das ebenfalls hier in diesen Notification Stream. Ich persönlich mache es so, dass ich jeden Mittag und jeweils am Abend, also immer kurz vor meinen großen Pausen, die ClickUp Notifications auf Null habe. Also, dass ich die wirklich alle abarbeite. Du kannst dann auf so ein Gutzeichen klicken und dann wird das erledigt. Und diese Notifications, die findest du dann hier. Im normalen Notifications-Tab sind wirklich nur die Notifications drin, die dich betreffen. Du kannst natürlich einstellen, wofür du benachrichtigt werden möchtest. Das findest du unter Settings und dann Notifications. Diese Notification-Einstellungen, die gehen jeweils auf verschiedene Kanäle. Also du kannst zum Beispiel für E-Mail andere Benachrichtigungen als für Mobile, also für die App, benutzen. Dann für die Web-App und den Browser. Hier kannst du jeweils einstellen, wann du benachrichtigt werden willst oder eben auch lieber nicht. Also du kannst hier wirklich sehr detailliert einstellen, was du sehen möchtest, was du merken möchtest und was auch nicht. Ich empfehle dir wirklich hier mal durchzugehen. Das dauert eine Weile, es sind wirklich viele Einstellungen, aber es ist wirklich hilfreich, wenn du nur das erhältst, was du auch wirklich erhalten möchtest. Diese Notifications, die können dir dein Leben erleichtern oder sie können dich andauernd ablenken. Deshalb empfehle ich dir, hier wirklich ein Augenmerk drauf zu lassen. Du kannst auch Smart Notifications aktivieren. Also wenn du gerade in ClickUp drin bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Notifications auch so bemerkst, ohne Push-Nachricht, sehr groß. Das heißt, du kannst die Notifications eigentlich timen, also sagen, immer erst nach 5 Minuten soll eine Notification kommen. Das kannst du hier einstellen und dann auch noch die Dauer einstellen. Das kann auch sehr hilfreich sein, um die Menge an Notifications etwas zu verringern. Ein anderes sehr wichtiges Thema, wenn wir über Teamarbeit sprechen, sind Chats. ClickUp löst das über einen View. Diesen kannst du anlegen bei Ordnern oder auch direkt in Listen. Das ist einfach ein normaler View, den kannst du hier hinzufügen über das Plus und dann wählst du Chat. Das sieht dann wirklich aus wie ein Chat. Diese Nachrichten können auch diverse Dinge enthalten. Das können Assignments sein, also dass du diverse Texte Leuten zuweist oder diese erwähnst. Dann kannst du natürlich Tasks erwähnen, also so wie du Leute taggen kannst, kannst du auch Tasks erwähnen. Dann gibt es Emojis, Commands, wo du Befehle auslösen kannst. Und dann sehr praktisch das Screen Recording und die File-Funktion. Hier kannst du Dinge anhängen, um etwas besser zu erklären, was du meinst. Diese ganze Chat-Funktion, die hat auch Threading, also ich kann hier direkt auf eine Nachricht antworten oder ich kann hier unten ein neues Thema starten. Diese Chat-Funktion, die funktioniert auch in der mobilen App, die funktioniert eigentlich einwandfrei, hat auch eine super Ansicht. Manchmal ist es etwas mühsam, den Chat zu finden in der mobilen App, aber das ist nur meine Meinung dazu. Du hast auch die Möglichkeit, dein bestehendes Chat-Tool zu integrieren. Vielleicht arbeitest du schon mit Slack, mit Teams oder auch mit Google Chat oder irgendeinem anderen Messenger und diese Messenger können in der Regel integriert werden in ClickUp. Informiere dich dabei unbedingt, das hilft nämlich wirklich. Mehr Infos dazu findest du auf clickup.com/integrations. Ich verlinke dir das auch unten in der Infobox. Wie du gesehen hast, geht also aktuell ein Chat nur als View. Du kannst also nicht unabhängig von Spaces, Listen oder Ordnern irgendeinen Chat machen in ClickUp. Sie sagen, dass sie das planen. Eine genaue Zeitlinie ist noch nicht bekannt, also wann das kommt, ob das kommt, das wissen wir nicht wirklich. Wir arbeiten im Team aktuell so, dass wir das Chatfenster nutzen, welches du in einem Task hast, wenn es wirklich um konkrete Fragen geht. Wie hast du das gelöst? Ich komme hier nicht weiter, ich brauche deine Hilfe. Diese Art von Chat, die lösen wir direkt in den Task.
Wenn es aber dann um Metadiskussionen geht, wie gehen wir strategisch vor bei diesem Thema? Was muss ich wissen zu diesem Thema? Also wirklich Dinge, die nicht konkret eine Aufgabe betreffen. Dort nutzen wir nach wie vor Google Chat. Also wir sind da noch nicht oder wieder zurückgeswitcht von ClickUp, weil wir noch nicht so zufrieden waren. Wir hatten auch etwas Probleme mit den Benachrichtigungen auf den Mobilgeräten. Wir haben die nicht immer gekriegt. Und das ist natürlich wirklich ärgerlich und macht wirklich ein Chat-Tool fast nicht funktional. Das war jetzt einfach bei uns so, deshalb haben wir uns so entschieden. Aber ich finde, ja, wieso kann man es nicht einfach mal probieren? Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass die Chat-Funktion in den Tasks sehr praktisch ist, wenn du mit Kunden arbeitest, die auch gerne mit ClickUp arbeiten. Das haben wir jetzt schon mehrmals genutzt und es erleichtert wirklich den Mail-Load. Es erleichtert die Übersicht, weil man genau sieht, wir haben dieses Thema und dieses Thema und das wird getrennt diskutiert. Das ist wirklich sehr praktisch. Also wir nutzen den Chat vor allem in den Tasks und um nichts zu verpassen, haben wir alle die richtigen Notifications eingeschaltet. Ich hoffe, dieses Video hat dir etwas geholfen, die ClickUp-Notification und Chat-Geschichte zu verstehen. Und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Wir haben nämlich ganz viele Videos über ClickUp, Produktivität, aber auch Themen wie WordPress auf diesem Kanal. Und ich freue mich, wenn du uns abonnierst und beim nächsten Mal wieder dabei bist.